Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Jahreslegung. Ja, meine Lieben, wir haben schon wieder fast ein neues Jahr. 2023 ist im Anmarsch und ich mache jetzt die Jahreslegungen für euch. Die bauen sich folgendermaßen auf. Am Anfang hier mit diesen Karten, die habe ich alle rausgesucht, zeige ich euch ganz kurz auf die astrologischen Highlights dieses Jahres und es ist auch relativ schnell erklärt. Und ich möchte dich bitten, dir das einmal anzuhören, was ich hier am Anfang erzähle über die allgemeinen Energien, denn ich werde mich in den Jahreslegungen auf jeden Fall da auch drauf beziehen, dass das, dass du das im Kontext eben auch alles nachvollziehen kannst. Und für diejenigen unter euch, die sich aber mehrere Sternzeichen anschauen, ihr werdet unten in der Infobox einen Hinweis finden, wann ihr das überspringen könnt, wann es dann direkt losgeht mit der Legung für dein Sternzeichen. Aber einmal ganz kurz zuhören, was ist nächstes Jahr los? Und ich kann sagen, es ist eine Menge los. Was ich auch noch dazu sagen möchte, für diejenigen, die sich dieses Video jetzt hier im Dezember 2022 anschauen. Es kann sein, dass diese Legung heute für dich noch überhaupt keinen Sinn ergibt, dass du einfach damit noch nichts anfangen kannst, weil es eben eine Jahreslegung ist. Ich habe jetzt vor kurzem in meinen Live-Legungen mal dazu aufgerufen, sich die Jahreslegungen aus 2022 nochmal anzuschauen. Es gibt auf meinem Kanal da eine Playlist, also da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Und ganz, ganz viele haben mir geschrieben, so wow, wie krass, jetzt im Nachhinein betrachtet, hat das alles Sinn ergeben, es ist genauso eingetroffen, wie du gesagt hast. Aber es kann sein, dass eben jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt, dass das für dich alles noch nicht so greifbar ist. Aber wir beginnen, meine Lieben. Wir sind ja, 2022 war das Jupiterjahr und 2023 ist das Marsjahr. Mars ist Herrscherenergie und es ist ein Jahr, das uns auf jeden Fall in die Handlung bringen wird, in die Umsetzung. Ich möchte dazu sagen, das astrologische Neujahr beginnt immer am 20.03. mit dem Einzug der Sonne in Sternzeichen Widder. Das heißt, auch das Marsjahr beginnt erst im März. Aber wir dürfen damit rechnen, dass einiges passiert, dass einiges vorangeht, dass wir große Schritte gehen, wirklich, dass wir uns ein Imperium aufbauen, dass wir uns durchsetzen, dass wir uns selbstständig machen, dass wir uns befreien, was auch immer. Aber es ist eine sehr, sehr starke Kraft von, das ist mein Weg, das will ich machen, das sind meine Überzeugungen, das sind meine Werte und für die stehe ich ein und mein ganzes Handeln ist geprägt von dem, von mir, von meiner Handschrift, von dem, wozu ich stehe oder wofür ich stehe. Also eine ganz, ganz starke Power-Energie, eine Willensstärke, eine Durchsetzungskraft. Und die, glaube ich, brauchen wir auch. Ich kann schon mal sagen, das Jahr 2023 wird das Jahr der krassen Entwicklungen sein. Und wir brauchen Mars und Widder-Energie, um da die Puste dafür zu haben und die Stärke und die Willensstärke und die Kraft und dieses, ich will das, wirklich ein ganz starker Wille. Und das ist, ich bin froh über, als ich gehört habe, dass das Jahr das Marsjahr ist. So, jetzt ist das Jahr, nächstes Jahr, in so drei große Bereiche aufgeteilt, um ehrlich zu sein. Der erste Bereich ist Januar, Februar, März. Wir haben im Januar direkt nochmal drei Planeten, nämlich Mars, Merkur und Uranus, die direktläufig werden. Das heißt, die ihren Vorwärtsgang antreten, die sich wieder Richtung Zukunft orientieren. Und das ist total krass, weil es hat ja im Oktober 2022 bereits angefangen mit, lass mich kurz überlegen, Saturn, dann Pluto und dann Jupiter. Ja, ich glaube, ich bin in der richtigen Reihenfolge. Auf jeden Fall, der Januar 2023 schiebt uns nach vorne aus universeller Kraft. Alles, alle Langsamläufer, alle persönlichen Planeten, alles ist in der Vorwärtsrichtung und das ist toll. Das heißt, wir nehmen mit,
Oder wir haben im Gepäck das Jahr 2022 mit all seinen Ereignissen, mit all seinen Lernaufgaben, mit all seinen Erkenntnissen, mit allem, was da passiert ist. Und wir schieben uns Richtung März. März ist der große, große, große Monat, in dem wirklich viel passiert. Wir schieben uns Richtung März. Wir schieben uns Richtung Neuanfang. Wir schieben uns Richtung neue Welt. Anders kann man das nicht sagen. Neue Welt. Und da kann sehr viel passieren im Januar und im Februar. Ne? Schicksalshafte Dinge, Dinge, die uns irgendwie diesen Weg in die Zukunft aufzeigen, die uns vielleicht auch eine klare Richtung geben. So, dann der zweite große Teil ist tatsächlich der März. Der März ist der größte, intensivste Monat, den wir haben werden. Am 7. März geht Saturn, Vater Zeit, Saturn, unser Lehrmeister, Saturn, derjenige, der uns durchs Leben treibt, geht vom Sternzeichen Wassermann in das Sternzeichen Fische. Und ich rede ja immer von diesem spirituellen Erwachen. Ne? Nächstes, und das ist genau das. Das Kollektiv, die Menschheit, aber auch wir in unserem ganz persönlichen, in unserer ganz persönlichen Energie, in unserem persönlichen Umfeld, in unseren persönlichen Erfahrungen. Wir kommen auf eine andere Tiefe, auf eine andere Seelenebene. Wir werden empfänglicher für die nicht greifbaren Dinge, für andere Ebene. Also ich habe das Gefühl, dass Saturn in den Fischen, ne, mit allem, was da eben noch so passiert, dass er wirklich für spirituelles Erwachen steht und dass es ganz viel um die Seele gehen wird. Ne? Dass diese Lernaufgaben oder diese Aufgaben, es müssen ja nicht immer Lernaufgaben sein. Ne? Wir haben das ganze Leben. Saturn bewegt uns unser ganzes Leben. Wir haben das ganze Leben durch Saturn Aufgaben. Und dieses Mal sind sie auf Seelenebene betont. Aber ob das jetzt innerer Seelenfrieden ist, ob das Kindheitswunden ist, ob das spirituelles Erwachen ist, ob das seine spirituelle Mission leben, seinen spirituellen Weg einschlagen, wirklich seinen Seelenweg einschlagen, was auch immer es ist eine wundervolle Energie, die uns da dann treibt. Dann beginnt am 20.03. eben das astrologische Neujahr. Ich habe das, ne, der Nah ist für mich auch immer ein bisschen Widderenergie, damit beginnt alles. Und das bedeutet wirklich eine komplett neue Reise mit Saturn, mit allen Planeten, die direktläufig sind und mit dem allergrößten Happening natürlich im März am 23., also nur 3 Tage später. Pluto, der Planet der Veränderung, Pluto dargestellt mit dem Tod, der Planet der Veränderung tritt ins Sternzeichen Wassermann ein und läutet das Wassermann-Zeitalter ein. Yippie, wir haben alle drauf gewartet. So, Pluto hat eine Umlaufbahn von 248 Jahre. Also alle 248 Jahre kommt er nur dahin. Und das ist eine große Energie. Ne? Das ist wirklich genauso wie Saturn in den Fischen. Das ist spirituelles Erwachen. Das ist Authentizität. Das ist seine Wünsche neu definieren, seine Vision von seiner Zukunft ändern. Aber mit dieser Wassermann-Energie eben in der Verbundenheit. Ne? Wassermann ist Soziales, ist aber auch Technologie. Wir dürfen damit rechnen, dass in den nächsten Jahren super viel erfunden wird. Hoffentlich, ne, Dinge, die unseren Planeten retten. Dass der Gedanke von einer gemeinsamen Welt, von wir ziehen an einem Strang, dass das die Veränderung ist, die hier passiert. Das ist wirklich ein riesengroßes Happening mit Pluto in Wassermann. Eine sehr, sehr heilende Energie, eine sehr, sehr, ne, Wassermann, der Stern, eine sehr hoffnungsvolle Energie, eine echte, eine reale, eine authentische Energie. Aber alles verstandesbasiert. Also für mich muss ich sagen, wundervoll, weil da ist so eine gewisse Ernsthaftigkeit bei allem dabei, bei diesen Visionen, bei diesen Wünschen und bei all dem, was da entsteht. Und diese Energie hält dann tatsächlich erstmal nur in Anführungsstrichen 3 Monate an. Das heißt, die ersten 6 Monate werden diese neue Entwicklung aufzeigen, diese neuen Visionen, dieses neue Miteinander, diese neue Hoffnung. Ne, wir dürfen mal reinschnuppern in diese neue Welt. Und dann am 11.06., Pluto wird dann wieder rückläufig,
Und ist in seiner Rückläufigkeit dann noch bis 11.06. im Sternzeichen Wassermann. Aber ab dem 11. Juni geht Pluto zurück in den Steinbock. Und das ist auch gut, denn also es beginnt Mai, Juni, Juli, werden ganz viele Planeten wieder rückläufig. Und das, ne, hier Steinbock-Energie, und das ist das. Wir haben eine Ahnung von dieser neuen Welt, von dieser neuen Vision, von diesen neuen Wünschen und ne, von dem bekommen. Und jetzt geht es darum, was muss dafür gelöst werden? Ne? Welche alten Strukturen brechen auf? Welche Limitierungen lassen wir endgültig los? Was hindert uns daran? Was müssen wir tun? Ne? Steinbock-Energie muss nicht immer der Teufel sein. Ne? Es geht einfach, also das muss nicht immer was Schlechtes sein. Das ist das, was ich sagen will. Es geht nur darum, um dahin zu kommen, muss ich mich hier rauslösen. Um mir diesen Wunsch zu erfüllen oder in dieser Hoffnung zu bleiben, muss ich diesen Glaubenssatz ablösen. Steinbock-Energie ist auch eine sehr willensstarke Energie, auch eine, ne, ich gehe dran und wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das erreichen. Und hier wird aufgelöst, was uns bei dieser Zielsetzung eben irgendwie im Weg steht oder ne, was noch einfach gelöst werden darf. Und ich habe das Gefühl, dass wir vor einem der intensivsten Jahre unseres Lebens stehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Natürlich habe ich keine Ahnung, was passiert. Aber ich glaube, der März wird der entscheidende Monat und alles, was bis dahin und da im März passiert, wird den Ton für den Rest des Jahres angeben. Deswegen werden die Sternzeichenlegungen jetzt auch folgendermaßen aufgebaut sein. Ich frage quasi bis März. Im März und was passiert danach? Genau, meine Lieben, so viel erstmal zu den allgemeinen Infos. Ich hoffe, das hat euch eine kleine Übersicht gegeben und ich beginne jetzt mit den Sternzeichen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hallo, meine lieben Fischer und herzlich willkommen zu eurem Jahresreading. Entschuldigung, mir fehlen kurz die Worte. So, meine Lieben, bevor wir anfangen, ganz kurz, es liegt hier eine Karte, die im Intro nicht enthalten war, weil ich das Bedürfnis hatte, die Steinbock-Energie vom Teufel ein bisschen zu entkräftigen. Sie ist ein bisschen zu dramatisch für das, was astrologisch da passiert. Deswegen habe ich diese Karte noch dazu rausgesucht. Hier ist die Karte Ordnung schaffen dran. Hier ist ein kleiner Steinbock drauf. Es geht irgendwie nur darum, ne, wie komme ich hier in die Umsetzung? Was muss ich hier irgendwie in die Realisierung bringen, um das, was hier passiert, zu manifestieren oder umzusetzen eben? Und meine lieben Fische, ich glaube, es wird ein intensives Jahr für euch. Ne? Saturn in eurem Sternzeichen, Wassermann ist euer 12. Haus, also das betont das Haus, das Fischehaus, also auch eure Energie. Ich glaube, Spiritual Big Jobs, so nennt es meine Lieblings-Tarot oder eine meiner Lieblings-Tarot-Legerinnen. Gemstone Tarot heißt die, GEM, Stone, Stein. Und ich glaube, meine Lieben, jawohl, ja. Wir haben hier den Herrscher, wir haben hier die Mars-Energie und wir haben hier die Hohe Priesterin, deine Energie. Ich glaube, dass dich dieses Jahr sehr bewegen wird. Ich glaube, dass sich dieses Jahr seelisch, spirituell sehr stark bewegen wird. Okay. Ach nee, so will ich ja gar nicht anfangen, meine Lieben. Hier legen wir das Steinchen nochmal drauf. Als erstes bekommt ihr nämlich ein Spirit Animal, ein Tier, das euch durchs Jahr begleitet. Be Peace, die Taube. Okay, sei Frieden. Oh, ich hoffe, ich wünsche es euch sehr, dass ihr seelischen Frieden findet. Liebes Universum, ein Spirit Animal, das meine Fische durch das Jahr begleitet. Yes! Wie passend! Darunter, also der Grashüpfer, take a leap of faith. Ne, das ist dieses, sei der Narr. Mach dich frei, ne? Also ein starker Freiheitsimpuls, eine starke Energie von einem Neuanfang, aber das
Das passt hervorragend zu euch. Der Skarabäus-Käfer, die Magie wirkt durch dich hindurch. Mit dieser ganzen spirituellen Energie habe ich das Gefühl, dass du magische, auf sehr tiefer Ebene erlebbare Dinge erfahren wirst. Ich glaube, dass das Jahr dich sehr bewegen wird, mein lieber Fisch. Okay, liebes Universum, wie beginnt das Jahr für meine Fische? Das waren die Liebenden. Ich wollte nur sagen, sie wollten mich raus, aber ich habe sie gesehen. Wie beginnt das Jahr für meine Fische, die zwei Münzen? Wie beginnt das Jahr für meine Fische? Die Königin der Kelche. Das ist übrigens das Seelenreise-Tarot von Julia Aurelia. Interessant. Und der Teufel. Was passiert März, ab, ne, im Wassermann-Zeitalter, März, April, Mai, Juni? Die vier Münzen. Die acht Schwerter. Und die 10 Münzen. Was passiert danach weiter? Die Herrscherin. Aufsehen. Sie wollte nicht raus, die acht Kelche, interessant. Die Sonne, okay, wow. Die 10 Stäbe, jawohl, okay. Alles klar. Ich kann dir nicht sagen, über was wir hier reden. Ach, die 9 Kelche, okay, meine lieben Fische. Wow, okay. Also ich weiß nicht, über was wir hier reden. Ob wir hier von Beziehungsthemen reden, Familiensituationen, Jobsituationen. Aber was ich hier sehe, ne, hier ist die Steinbock-Energie, 2 Münzen, der Teufel, die 4 Münzen und die 10 Münzen. Es ist, hier liegt die Energie von irgendetwas passt nicht mehr in dein Leben. Irgendetwas Münziges. Irgendetwas wird zu eng, irgendetwas wird zu starr, irgendetwas wird zu, wie soll ich sagen, wird zu erdig für dich. Ne? Gerade mit dieser starken Betonung von der Fische-Energie und von der 12. Haus-Energie. Es ist irgendwie als, keine Ahnung, als hättest du dir ein Leben aufgebaut, das plötzlich nicht mehr, Königin der Kelche, nicht mehr mit dem übereinstimmt, was sich für dich stimmig und richtig anfühlt. Die 2 Münzen sagen mir, hier gerät irgendwas aus der Balance. Hier gerät irgendwas aus der Balance, weil, und ich glaube, das, wie du dich fühlst, ne, Magic works through you. Das, was in dir passiert dieses Jahr und das, was in deinem Leben ist, an Münzenergie, an, ne, was du gestaltet hast, das passt plötzlich nicht mehr zueinander. Und irgendetwas, was möglicherweise 4 Münzen, 10 Münzen dir immer Sicherheit geboten hat, ne, was deine Werte vermittelt hat, fühlt sich plötzlich an wie ein Gefängnis. 8 Schwerter fühlt sich plötzlich an wie etwas, was nicht mehr zu deiner Energie passt. Ne? Sowas wie ein 9-to-5-Job oder ein, keine Ahnung, Geld. Materielle Werte, irgendetwas, was, und das heißt nicht, dass es blöd ist, was da ist. Ich merke nur, es passt nicht mehr. Es ist irgendwie das, was vielleicht irgendwann mal die größte Sicherheit in deinem Leben war, ist, entpuppt sich so zu einem, ich will nicht sagen Gefängnis, weil Gefängnis ist zu negativ, aber
das Gefühl, dass du dich in diesem Umfeld, in dieser Situation nicht frei entwickeln kannst. Und ich habe das Gefühl, dass dir das hier alles bewusst wird, dass du erkennst, so das Leben, das ich aufgebaut haben, mir aufgebaut habe, entspricht nicht der Vision, die ich jetzt für mein Leben habe. Ich glaube, dass ganz viel Magie, ne, ganz viel spirituelle Energie in dir wirkt und dass du, hier liegt eine sehr bedürfnisorientierte Energie mit der Herrscherin der Sonne und den neuen Kelchen. Dass sich deine Wünsche verändern und dass sich deine Werte verändern und dass du, hier liegt mit der Sonne, ne, hier liegt Wachstum, hier liegt Entwicklung, dass du das Gefühl hast, ich muss mich hier rausentwickeln, ne? Ich muss mich hier weiterentwickeln. Ich muss möglicherweise münzmäßig, ne? Ich muss ein paar Dinge umsetzen, loslassen, um dieses tiefe Gefühl von Glücklichkeit oder von Befriedigung, ich möchte es hier tatsächlich Befriedigung nennen mit den neuen Kelchen und der Sonne, um dieses tiefe Gefühl von Befriedigung in dir zu stillen. Die 10 Stäbe, ne, sagen mir wirklich, irgendetwas, was du dir aufgebaut hast, fühlt sich nicht mehr richtig und nicht mehr stimmig an. Ich möchte gerne mal ganz kurz die 8 Schwerter hier abklären. Ja, wow, die 10 Schwerter. Hier liegt die Energie von, ich passe hier nicht mehr rein. Das ist nicht mehr mein Leben. Es hat sich etwas verändert. Auch wie gesagt, wenn das mal 10 Münzen waren, es entwickelt sich für dich zu einer 10-Schwerter-Energie, zu einer Energie von, das war gut für früher, aber es ist, aber nicht mehr für jetzt. Ja, wow, mein Leben und danach. Alles klar. Und du brichst aus diesem System aus, mein Leben. Ich weiß nicht, was das für ein System ist. Wie gesagt, es kann Karriere sein, es kann Beziehung sein, es kann Familie sein, aber du merkst einfach, entweder ich folge meinem Seelenweg und dieser Seelenweg wird ein neuer sein, ne? Entweder ich folge dem, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, was ich gestalten will, was mir gute Vibes gibt, was mich erfüllt. Aber damit erfülle ich nicht mehr die Anforderungen des Systems. Ihr könnt mir folgen, ne, meine lieben Fische, natürlich könnt ihr mir folgen. Und ich glaube, dass du das tun wirst. Ich glaube, dass du diese Magie, die in dir wirkt, ich glaube, dass du sie umsetzen wirst. Ob das deine Berufung leben ist, ob das der Sehnsucht nach einer ganz anderen Verbindung, ne, nach einer spirituelleren Verbindung ist, weg von dieser Münzenergie. Ob das der Wunsch nach, ne, hier liegt erstmal keine Beziehung, hier liegt erstmal, ne, der Wunsch, sich selber zu entdecken und sich selber zu entfalten und vielleicht auch glücklicher Single zu sein oder, ne, unabhängig zu sein. Hier liegt ja irgendwie die Abhängigkeit. Aber du machst dich aus einem System oder aus einer Energie unabhängig, die nicht mehr deinem Seelenplan entspricht. Das nehme ich so wahr. Mein lieber Fisch. Eine Karte noch zum Nah und dann steigen wir ins Extended ein. Eine Karte noch zum Nah für meine Lieben. Ja, der Gehängte auf dem Kopf. Wow, mein Lieben, das Gericht. Das Gericht spricht von einem großen spirituellen Erwachen, aber auch von sowas wie der Bestimmung und der Berufung und so an der Unterseite des Decks. Und der Gehängte auf dem Kopf sagt mir, meine lieben Fische, vielleicht wirst du dich selbst überraschen, vielleicht wirst du dein ganzes Umfeld überraschen, weil du dein Leben einfach auf den Kopf stellst. Das, was du hier beginnst, keine Ahnung, ob das für andere nachvollziehbar ist, das weiß ich nicht, aber ich spüre die Energie in dir, dass du weißt, was für dich das Richtige ist und dass du in die Herrscherin-Energie kommst, in diesem, ne, im Sinne von, es ist wichtig, dass ich das Leben kreiere, gestalte, das sich für mich stimmig anfühlt. Und ich habe da, keine Ahnung, spiritual big jobs. Ich habe das Gefühl, dass du deiner Bestimmung folgst, dass du deiner eigenen Magie folgst, dass du das, was in dir, und das sehe ich hier bereits, ne, dass das, was in dir entsteht und sich in dir entfaltet, dass du dem folgst. Wie? Keine Ahnung. Aber hier liegt ganz stark dieses, das ist mein neuer Weg und ich gehe den jetzt. Ich gehe den jetzt, auch
Der gehängte auf dem Kopf, auch wenn mich manche für verrückt erklären. Oder wenn es so konträr ist, und das sehe ich irgendwie auch, ne? Wenn es so konträr ist zu dem, was ich vorher gemacht habe oder wie es vorher war, mein Leben. Wow. Spiritual Big Chops, meine lieben Fische. Okay, gut, meine lieben Fische, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe, dass es hier Strukturen gibt, die sich für dich nicht mehr stimmig anfühlen. Ich frage da genauer nach. Ich habe das Gefühl, dass sich die Dinge, die dir Sicherheit und Stabilität geben, andere werden, ne? Dass sich hier deine Werte irgendwie auch verschieben und dass das, was irgendwann mal gut und teuer und wichtig war, eben plötzlich dieses Gefühl von, ich kann mich hier nicht frei entfalten, ich kann hier nicht, ne, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln, deswegen muss ich diese Situation verlassen, 10 Schwerter der Nah, um mich entwickeln zu können. Wir fragen definitiv auch noch nach, was hier für eine Entwicklung liegt, aber ich bin mir sehr sicher, meine Lieben, dass du dich irgendwie mit dem Gericht, dass du dich irgendwie berufen fühlst, einen großen Richtungswechsel vorzunehmen. Einen großen Richtungswechsel in deinem Leben vorzunehmen. Und dann schauen wir, was das Extended Reading da so rausbringt. Entschuldigung, meine lieben Fischer. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Das heißt, wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, dann findest du auch unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du da beitreten kannst. Für die Fische unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, ich habe alles gesagt. Ich habe das Gefühl, dass sich so alles ändert. Ehrlich gesagt, deine Perspektive auf ganz viele Dinge, also die Sicht und die Perspektive ist das Gleiche, aber dass du eine so große Veränderung vorgenommen hast in deiner Energie. Du tauchst hier direkt am Anfang schon als Königin der Kelche auf. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon bei dir und mit dir verbunden. Und das jetzt eben so ans Tageslicht gerät, was dann nicht mehr übereinstimmt mit dieser Energie. Ne? Was da einfach nicht mehr. Hier liegt irgendwie die Loslösung von der Vergangenheit. Hier liegt irgendwie dieser große neue Weg, was soll ich dir denn sagen? Dieser große neue Weg in die Freiheit. Ich sehe ganz starke Familienthemen, ehrlich gesagt, die irgendwie Thema werden können, ne, die du loslässt, die du hinter dir lassen kannst. Hier liegt eine ganz starke Selbstheilungsenergie. Aber hier liegt auch natürlich eine ganz starke Energie von Herrscherin, neuen Kelche und der Sonne, eine ganz starke Energie von Wunscherfüllung, ne? Eine ganz starke Energie von, so stelle ich mir mein Leben vor. So kreiere ich das. Ich kreiere das Leben, das ich mir vorstelle. Und ich finde in diesem Leben, das ich mir vorstelle, auch unglaublich viel Erfüllung. Also, ne, wenn wir hier von der beruflichen Mission reden, dann findest du hier genau deinen Platz. Wenn wir hier von der Partnerschaft reden, dann findest du hier genau diese Bestätigung, diese Anerkennung. Wenn wir hier von dem Weg reden, ne, also von ich will jetzt erstmal alleine sein, dann wird sich das für dich richtig, richtig, richtig gut anfühlen. Das ist das, was ich dir sagen kann. Und liebe Fische, so lasse ich das hier stehen. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für euch. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.